Der UnoJet. Einfach in seiner Handhabung, hochwertig und revolutionär. Lernen Sie, wie Sie mit dem UnoJet optimale Behandlungsergebnisse erzielen. Das Handstück. Im Präparatecontainer werden die verschiedenen, zum Hauttyp passenden Konzentrate bzw. der Device Cleanser eingesetzt. Im vorderen Bereich befindet sich die Düse. Hier wird die Luft mit den angereicherten Negativionen und den Präparaten ausgestoßen. Im vorderen Bereich sehen Sie eine Stellschraube, die nicht verstellbar ist. Hier wird die Menge der austretenden Luft geregelt. Die Zughilfe hat zwei Einstellungen. Betätigen Sie diese nur leicht, so arbeiten Sie lediglich mit Luft. Betätigen Sie die Zughilfe etwas kräftiger, wird die Luft durch Negativionen und das gewählte Präparat angereichert. Im hinteren Teil des Handstückes befindet sich eine Stellschraube. Hier können Sie die Menge der Präparatezufuhr regulieren. Die Weyerganz Heike AG empfiehlt eine möglichst geringe Anwendung der Präparate. Ein feiner Nebel ermöglicht eine besonders intensive Penetration der Wirkstoffe in die Haut. Zur Reinigung drehen Sie die hintere Schraubenkappe ab. Sie sehen nun eine weitere Stellschraube. Öffnen Sie diese und entnehmen Sie die enthaltene Nadel aus dem Handstück vorsichtig. Diese können Sie mit einem Tuch vorsichtig reinigen. Führen Sie die Nadel nun wieder in das Handstück ein, bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Drücken Sie den Bedienhebel ca. ein Drittel und drehen Sie die Stellschraube wieder zu. Dies garantiert eine optimale Einstellung des Handstücks. Setzen Sie die Schraubenkappe wieder auf. Der UnoJet kann jetzt wieder eingesetzt werden. Damit Sie eine Behandlung erfolgreich durchführen können, ist es wichtig, dass das Handstück in einem gepflegten Zustand erhalten bleibt. Lernen Sie hierfür in den folgenden Schritten Ihr Gerät kennen. Es gibt 5 Präparate für die verschiedenen Hauttypen und den sogenannten Device Cleanser. Die Ampullen werden in den silbernen Container eingesetzt. Innerhalb des Containers befinden sich 2 Einstechnadeln. Während die größere Nadel das Präparat in das Handstück befördert, dient die kleinere Nadel der Luftzufuhr. Wenn Sie den Container beispielsweise zur Reinigung von dem Handstück abschrauben, beachten Sie, dass der kleine weiße Dichtungsring beim erneuten Aufdrehen stets vorhanden ist. Schrauben Sie den Container daher behutsam wieder auf. Die Spitze des Handstücks dient als Beschleuniger für das austretende Produkt sowie die angereicherte Luft. Die untere Stellschraube, die bereits fixiert ist, dient dazu, die austretende Menge der Luft zu bestimmen. Um das Präparat in das Handstück einzusetzen, öffnen Sie bitte zunächst die Ampulle. Heben Sie den Deckel vorsichtig an und knicken Sie diesen mehrmals hin und her, bis er abbricht. Wichtig ist, dass der silberne Ring um den Ampullenkopf erhalten bleibt. Es ist wichtig, dass die Ampulle gerade in den Container eingesetzt wird. Üben Sie leichten Druck auf die Ampulle aus und drücken Sie das Konzentrat so weit wie möglich herunter. Diese Menge an verwendetem Konzentrat ist zu hoch. Reduzieren Sie gegebenenfalls die Zufuhr mit der hinteren Stellschraube. Ein feiner Nebel ermöglicht optimale Behandlungsergebnisse. Sind Sie nicht sicher, ob Sie die richtige Menge gewählt haben? So können Sie ebenfalls einen Selbsttest auf Ihrem Handrücken machen. Ist das Präparat kaum zu sehen und erscheint nicht nass, so ist die Einstellung optimal. Nutzen Sie den UnoJet mehrfach am Tag, reicht eine einmalige Reinigung am Abend aus. Bei einer geringen Nutzung von 1 bis 2 Mal täglich empfehlen wir das Handstück gleich nach der Behandlung zu reinigen. Bitte verwenden Sie hierfür ausschließlich den Device Cleanser von Weyerganz. Das Öffnen der Reinigungsampulle erfolgt wie bei den regulären Konzentraten. Setzen Sie den Device Cleanser im Anschluss in den Container ein. Öffnen Sie nun die hintere Stellschraube weit und betätigen Sie den Bedienungshebel. Verarbeiten Sie das vollständige Produkt, bis die Ampulle leer ist. Achten Sie darauf, den Device Cleanser möglichst nicht einzuatmen. Nun entnehmen Sie die Reinigungsampulle und entleeren das Handstück vollständig durch Betätigung des Hebels und leichtes Auf- und Abbewegen. Das innovative UnoJet-Verfahren ist die Revolution der Kosmetik. Ermöglichen auch Sie Ihren Kunden ein hochwertiges und individuelles Kabinenerlebnis.